Also uns geht es darum, das Pokalfinale zu gewinnen. Genau, hier national, nicht das, was vielleicht bundesweit gesendet wird. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, ein positiver Nebeneffekt für Mannschaft und Verein. Aber wir wollen das Spiel gewinnen und das hat für uns ja auch Priorität. Ich gehe mit dem Gefühl da rein, dass in einem Fußballspiel leider nun mal alles passieren kann. Von daher, also ich habe da Bock drauf, ich bin top motiviert. Die restlichen Jungs sind auch Feuer und Flamme dafür. Von daher, ja, wir werden alles geben und dann wird sich zeigen, ob es gereicht hat oder nicht. Wir werden sicherlich immer von allen Fußballfachleuten als das favorisierte Team angesehen. Ich bin immer der Meinung, ein Pokalfinale ist ein 50-50-Spiel. Die Mannschaft, die ja, die wenigsten Fehler macht, die wird am Ende auch wahrscheinlich die Nase vorne haben. Wenn ihr euch schon mal heiß machen wollt für das abendliche Champions-League-Finale, dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Ich glaube zum einen, dass das Pokalfinale zwei äußerst interessante Mannschaften in Hamburg trifft. Altona hat ein großes Fanpotenzial, Norderstedt hat eine gute Mannschaft und ich glaube einfach, dass ich meinen Jungs vertrauen kann und wir sind die bessere Mannschaft und wir werden das Spiel auch gewinnen.